So, und weiter geht's auf unserer ein Helmsymbol Remaster Tour durchs Herrenhaus, durch das Herrenhaus. So, das Ding ist verschlossen. Hier bräuchte ich vielleicht mal einen gleichwertigen Ersatz. Dann sind wir hier wohl ziemlich tot. Das bedeutet, der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit, ja. Dass wir hier erstmal den Rückzug antreten. Aber wir kommen wieder, keine Sorge. Wann weiß ich zwar noch nicht, aber wir kommen wieder. So sehen wir ja immerhin auf der Karte, dass wir hier noch nicht alles erledigt haben. So, hat die tote Socke hier gerade gewackelt? Ich weiß genau, dass er uns jetzt gleich packen will. Hab ich doch gesagt, dass er da liegen bleibt. Oh. Ah, ich drücke mal verkehrt hier. Shit, nur zwei Stiche geschafft hier. Jo. Jetzt tot? Oh, schon wieder. Wo ist die Blutlache? Ich vermisse eine Blutlache. Ja, sieht so aus. Oder ist sie da in der Mitte jetzt? Nö, kann ich jetzt nicht erkennen. Wieso blutet er nicht? Naja, was soll's. Was soll's? So, da können wir mal versuchen, aber ich glaube, wir kommen nicht rein. Nee. Da ist ein Spiegel und da blinkt doch was in dem Spiegel, oder nicht? Ja. Ganz eindeutig. Amors Pfeil? Amors Pfeil! Und da sogar noch Magazin. Oh, das ist ja fies. Das sind keine Patronenpackungen da, diese roten, sondern jetzt solche grauen, fast unsichtbaren Magazine. Schön. Gut, pack mal ein hier. Amor. Guck mal her, das Ding. Brauchst du nicht mehr. Goldener Pfeil. Oh, schon wieder voll. Das war aber auch alles, was wir hier holen können. Und die Türen sind auch alle dicht. Igel. Yeah, endlich mal wieder durchschlagender Erfolg. Wo kommen wir raus? Muss ja irgendwo oben sein. So ist es. So, da drüben schlendert auf. Nicht. Hoho. Füß. Ja, wir sind im Speisesaal. Oh, hier ist ein Dolch. Verteidigungsdolch. Die darf man ja wohl scheinbar unabhängig vom Inventar führen. So, dann wollen wir mal gucken. Das war auch schon alles hier. Ist natürlich praktisch. Müssen Sie hier keinen Kopf suchen hier oder keinen Kopf machen. Was ich aber mache, ist erstmal die Statue hier runterschieben. Nein. Ah, doch. Muss ich erstmal nach da schieben. Oh, ist das da ein Juwel? Ja, dann zieh da. Wo ist unser Freund? Der ist da hinten. Das war ein bisschen hinterhältig. Jetzt ist ja blau, grün gewesen hier. Aber zu erledigen war ja doch noch was. Ein Buntglasfenster. Ja, wer will es nicht? Und diese Tür soll zu sein. Ist sie auch weiterhin. Mein Schwertsymbol ist eingraviert. Dann können wir noch kurz durch die große Doppeltür da. Und das Junge hier, also. So doch nicht. Komm, komm, komm. Beziehungsweise bleib, bleib, bleib.
Ja, da müssen wir jetzt eigentlich im... wieder in der Diele, da im Foyer sein. So ist es. Nur jetzt eben oben, logisch. Hier schon nichts, aber ja, ich traue dem Braten nicht. Wir gucken lieber nochmal. Mal sehen, ob ich das auch machen darf. Na. Ist ganz schön viel von der anderen Seite verschlossen. Blick nach draußen. Geht nicht. Wir sehen nichts. Ölgemälde. Rüstungssymbol. Oh Mann. Ja. Gut, dass wir die Türen nicht abklappern müssen, ist klar, aber. Schwertsymbol. Die jetzt alle wieder zu finden sind, so wo was nötig ist, ist natürlich dann jetzt ein wenig schwieriger. Na gut, so, jetzt holen wir uns mal den Rubin. Im Moment, das wird ja auch schon wieder schwer, denn wir sind ja schon wieder voll beladen. Und wir kriegen hier auch nichts weg. Wofür brauchen wir den eigentlich? Goldenen Pfeil, an den erinnere ich mich gar nicht. Wer hat eine Idee? Goldener Pfeil. So, da ist er, aber darf ich nicht tragen. Na, macht nichts. Lassen wir ihn erstmal, wo er ist. Und wir gucken uns jetzt nochmal die anderen Türen da an. Auf der anderen Seite. Bursche liegt noch. So, kommen wir hier überhaupt weiter? Oder war die auch zu? Nee, ist dicht. Halt mal. Darf ich den rufen? Nein. Ja, betreten. Ich will ihn erstmal rufen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Ach so, da hinten. Ach nee, war das da hinten das mit dem Schlüssel, den ich aber nicht. Also bekommen tue ich ihn zwar, aber ich komme da nicht heil raus. So, dann haben wir ja noch diesen goldenen Pfeil. Wofür der nochmal war, weiß ich jetzt gerade nicht. Tesevis. Macht sich immer gut. Schlendern wir nochmal nach oben. Oh. Ja, aber sieht doch ganz nett aus eigentlich. Optisch jetzt. Kein Vergleich zu Code Veronica, was wir ja auch mal gemacht haben. Ja, ist doch schon etwas hübscher. Achso, ja, jetzt bin ich hier wieder reingelaufen. Kann ich den vielleicht, weiß ich nicht.
was anderes drauflegen? Den Pfeil? Kann ich noch nicht mal tragen. Das ist Schlüssel mit. Soll das das Schild sein oder ist es ganz einfach nur ein Schlüssel? Ich würde mal behaupten, das ist das Schild. Hier sind auch immer nur Schilder und. Helmsymbol. Ja, haben wir nicht. Was wir noch versuchen könnten wäre, ich habe da noch eine andere Idee. Einmal zurück in die Eingangshalle. Könnten wir vielleicht auch hier langlaufen. Könnte unter Umständen schneller gehen. Aha, was haben wir denn da? Eine versteckte Tür. Fies. Sind das Fledermäuse? So, das meinte ich jetzt zwar nicht, aber auch gut. Nehmen wir uns mal den Weg hier vor. Boah, wenn hier jetzt ein Magazin liegt, das erkennt man hier überhaupt nicht. Du kannst nur wild drücken. Friedhof. Da liegt aber auch schon wieder was. Aber wie so oft, alles verschlossen. Ah, da sehe ich schon wieder. Das könnte. Ja, das da können wir wieder nicht aufsammeln. Schrotpatronen. Kein Problem, die holen wir uns gleich. Naja, mit dem Bild. Hier ist eine Einbuchtung in Form eines Pfeilspitze. Pfeilspitze. Dann guck mal her hier. Und das ist ein. Passt so nicht. Vielleicht darf ich das ja auseinandernehmen. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Yay! So, das mehr brauchen wir auch nicht. Die ist nämlich von Bedeutung. Dann können wir sie jetzt benutzen. Zack. Hallo Schwester, was ist da denn los? Ja, perfekt. Geht's aber tief runter. Ich muss auch sagen, an diesen Raum erinnere ich mich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es ihn im Original gab oder nicht gab. Auf jeden Fall sehr interessant und beim nächsten Mal werden wir den dann natürlich erkunden, ist klar. Ja, und bis dahin bin ich erstmal wieder raus.
Fortsetzung folgt. Bis dann.